Wir gehen live in 5, 4, 3, 2, 1. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Psalmen unter Palmen. Heute einmal mehr mit dem ehrwürdigen Jürgen Jorge Ohls. Hallo, guten Tag. Und eingeschwenkt wurde der ehrwürdige Jorge gerade vom nicht minder ehrwürdigen Marco Irgang, der in seinem südfinnischen Norweger-Pullover hinter der Kamera steht. Ja, warte mal, jetzt hier haben wir... Ja, super. Boomer und Technik. Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist heute ein bisschen anders als unsere beiden vorangegangenen Chats, weil wir exklusiv für Mitglieder mal was tun wollen. Weil das schön ist, dass ihr Geld gebt, das wir dann verschnuckern für lecker Kaffee oder davon kaufen wir uns alte Krimmelpreise, was halt so da ist. Und dann wäre es ja im Umkehrschluss auch notwendig, dass wir irgendwas exklusiv anbieten euch, nämlich das hier. Wir können jetzt mit euch sprechen. Mein Bildschirm ist schwarz unter der Rubrik Top Chat und ich hoffe, das bleibt eine Stunde so. Dann haben wir einen ruhigen Lenz. Ja, wir müssen ja keine Stunde, wir können ja... Wir können dann auch Einzelbetreuung, also wir können auch die Telefonnummern rausgeben, dann können die uns auch, also die, die dabei sind, auch direkt anrufen. Ich muss auch zwischendurch runter ins Parkhaus. Ja. Nochmal einen Groschen nachwerfen. Ja, bist du, also hat sich da eigentlich was an der Parkhausfront getan? Absolut, zum ersten Mal seit, ich glaube, einem halben Jahr bin ich heute Morgen anstandslos ins Parkhaus gekommen. Das kann, ich meine, ich freue mich, wenn die in Belgien unseren Channel gucken, aber das... Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich nie wieder reinkomme. Ja, man kann bei YouTube ja auch gucken, in welchen Ländern das geguckt wird. Es gab tatsächlich auch in Südamerika, glaube ich, einen. Ja, ich hatte für Aflichem hatte ich eine Geosperre auch extra vereinbart. Okay, das ist super. Sehr gut. Wir hatten jetzt hier mächtig clickbaitmäßig rum gemacht mit dieser Taz-Nummer, wo ich diese Woche halt gesagt habe, zum Thema, ja, jetzt Aufarbeitung hier mal schön und RKI-Files und also wenn dazu eine Frage wäre, dann ist der Marco jederzeit bereit, sie zu beantworten. Ich will nicht, also hier steht ja auch immer sehr an euch mahnend, willkommen im Live-Chat, bitte achtet auf den Schutz deiner Privatsphäre. Deswegen möchte ich Marco jetzt nicht sagen, Corona und du, was da läuft. Aber das kann er euch dann selber sagen. Da hier jetzt nicht so viele Fragen reinkommen. Oh, da kommen aber ganz schön viele Fragen. Ja, rein. Das ist so, ich verliere auch sofort den Überblick. Mhm. Gut, so kennen wir dich. Ja, absolut. Hattest du eigentlich mal früher eine Frage Christoph Schlingensief in der Sendung? Ja, habe ich gehabt. Und wie war der so? Ich glaube, es gibt sogar irgendwo bei YouTube, bitte jetzt nicht anfangen zu googeln und weggehen oder zu suchen. Christoph hat in die Magazinsendung mitgebracht die Gräfin und noch andere Leute aus seinem, ja in den meisten Filmen wiederkehrenden Ensemble. Die haben das Studio komplett umgestellt. Er hat auch die Regie der Sendung übernommen. Und er hat dann eine Interviewstrecke benutzt, führende WDR-Hierarchen in einer WDR-Sendung Arsch zu beschimpfen, weil sie seiner Meinung nach immer falsche Entscheidungen über zu realisierende und nicht zu realisierende Filmprojekte trafen. Woraufhin nach der Sendung ein UKAS anlandete, dass Christoph Schlingensief A nicht mehr einzuladen wäre und B keinesfalls mehr in eine Live-Sendung. Was C hieß, dass der WDR das sehr gerne rausgeschnitten hätte, weil halt Christoph in der Sendung den Filmchef durchbeleidigt hat. Wo ich dachte, ja, kann man mal so machen, kann man auch mal so lassen. Mein surrealstes Ereignis mit Christoph war, als ich 9/11, also 2001, die Redaktion Maischberger in Berlin verließ, weil ich hatte eine Verabredung mit Christoph. Mhm. Jetzt wird es mir wieder klar. Der Kollege Tim Kesting, der damals in der Maischberger-Redaktion arbeitete, nahm mich zur Seite und sagte, Friedrich, guck mal, hier ist CNN, da ist irgendwas mit so einem Flugzeug in New York. Hochhaus und ich hatte die Assoziation, das ist so Rust 2, Kremlflieger. Ich sage, ja, okay, da hat jetzt jemand seine Cessna ins World Trade Center gehauen, da kann ich auch nichts dran machen. Das ist für uns, was willst du da kommentieren heute? Wen willst du Frau Maischberger dazu einladen? Also kein Thema für uns und ging zu meiner Verabredung mit Christoph Schlingensief im Einstein unter den Linden. Und ja, also zum einen
galt ich, glaube ich, fortan unter den Kolleginnen und Kollegen bei der Maischberger Redaktion als der blinde Seher von Barob. Und zum anderen saßen dann Christoph und ich da und jeder, der hinzukam, sagte, ja, der zweite Turm auch, ja, das Pentagon auch, ja, eine vierte Maschine auch, ja, die US-Luftwaffe ist aufgestiegen. Und es wurde immer surrealer. Und ich guckte die ganze Zeit in das liebe Gesicht von Christoph und wir guckten uns an und sagten, was ist das hier? Sie hatten auch keinen Fernseher da oder irgendwie. Aber ihr wusstet schon, dass das dann passiert ist. Wir wussten dann irgendwann, das ist jetzt real. Das ist jetzt so. Und da habt ihr an dem Tag noch irgendwas dann umgesetzt? Nein, wir konnten da nicht senden, weil dankenswert, das war dieser Tag, begründete ja den großen und berechtigten Ruhm von Peter Klöppel. Und alle Nachrichtensender machten dann irgendwann Strecke und moderierten sich einen durch, philosophierten über, das ist, wenn du das im Nachhinein nochmal anguckst, ich habe das mal an der Uni Erfurt zusammen mit Professor Mike Sandbote gemacht, was dann da geredet wurde über kaputte Navigationssysteme, wie kann es sein, dass sich vier Flugzeuge so verfliegen, dann gab es diese Milzbrandbriefe und monatelang wurde jeder Milzbrandbrief gemeldet und ja klar, alle waren völlig überfordert und Peter hat aus Ortskenntnis und ich glaube innerer Gelassenheit unfassbar Ruhe bewahrt. Mhm. Die Tagesthemen ARD aktuell brauchten an dem Tag deutlich länger. Dann erschien ein indisponierter Uli Wickert und die Grafik hatte ein kleines Jet-Icon gebaut und einen Turm. Und im Rhythmus von 3 Sekunden schlug dieses Jet-Icon immer in den Turm rein und das ließen sie so anstelle Stationsdia. Als GIF. Unglaublich, heute würde man sich das aufs Handy laden. Ja, gut, da waren alle komplett überfordert. Ich weiß nur, dass wir, da war ich bei RTL 2 noch und dann, als wir gemerkt haben, welche Dimensionen das alles annimmt, habe ich dann angerufen in München und gesagt, wir können jetzt keine Manga-Sachen zeigen. Ja. Und dann gab es die Entscheidung, einfach das RTL-Programm zu übernehmen. Also an dem Tag lief dann ab. Ich meine, es sei bei NTV auch so, nee, ging nicht, weil die damals noch nicht zu RTL gehörten. Die gehörten noch zu Holzbrink und CNN. So, also die haben sich irgendwie dann Wolf moderiert, hatten natürlich wie RTL CNN-Bilder. Mhm. Das war ein großer Vorteil. Nord vor Mucke ist da. Ja, ich habe einen paar Platz gefunden. Söhne Schokoeier, ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Als Brecht mit Hax und Singen schlief, entstand aus meinen Schlängen. Christoph ist... Ist er Oberhausener oder Mülheimer gewesen? Es gab schon zu meiner Schulzeit ein Raunen in Velbert, das ist nun ein gut Stück weit weg von da. Es gäbe jetzt in Mülheim einen Verrückten, der Pornofilme in der leeren Kirche drehen würde. So mit Super 8. Also das war, bevor irgendjemand wusste, wer Christoph Schlingensief war, hatte sich der Oberhausener Christoph Schlingensief schon bis Velbert bekannt gemacht. Und wann habe ich ihn kennen? Er hat ja Filme auch für Zack gemacht damals. Er hatte so eine Idee, es gibt ein paar Filme beim WDR Schulfernsehen, wo er sich als Regisseur verdungen hatte. Und die sind hochgradig absurd, weil subversiverweise, glaube ich, die Redaktion vom Schulfernsehen nicht verstanden hat, was der Regisseur aus dem Drehbuch macht. Also da ging es irgendwie um Wohnen und um wie schön das Leben ist, wenn alle eine Wohnung haben. Und Christoph hat das aber so fotografiert, dass die Protagonistin in einem Auto fuhr und nur dahinter kilometerlang, den ganzen Dialog lang, absolut schreckliche Wohnhöllen saßen. Das ging... Ja, also große Kunst. Und das war eben so die Logik, dass man da beim WDR anschaffen geht, um freie Kunst zu finanzieren. War der eigentlich privat etwas harmoniebedürftiger als in der Öffentlichkeit? Nicht bedürftig, spendend. Okay. Er war ein feiner, umgänglicher Mensch. Der hatte sich mit mir verabredet, weil er mich agitieren wollte, irgendeine Aufgabe zu übernehmen, wo ich mich gescheut hatte. Er sagte, ich kann das nicht, das ist zu groß für mich. Und er sagt, du musst das machen und so. Also er gab mir da, versuchte mir Selbstvertrauen zu geben und mich ein bisschen zu schubsen, ein Abenteuer zu erleben. Aber weil das war ja, das ging ja immer hin und her zwischen kompletter durchgeknallt und dann aber wieder sehr verbindlich und nett. Ne? Also im persönlichen Umgang lieb. Ja. Lieb. Aber es ist auch dann immer so eine komische Sache, woher hat der die Kreativität genommen für diesen ganzen Zirkus? Ich also den auch noch immer, zu realisieren. Ja, ne, weil ich meine, das war natürlich, warum in einer leeren Kirche? Ja, sakrale Motive spielten eine Rolle. Es war ja dann auch, glaube ich, sein letztes Buch von der Kirche der Angst über seine Krebserkrankungen oder das seelische Ergehen damit.
geprägt hat sein Image in der Öffentlichkeit das deutsche Kettensägenmassaker. Also wo er die Wiedervereinigung als Kettensägenmassaker dargestellt hat. Und dann erzählte mal so eine Geschichte, dass er selber glaube, dass bei irgendeiner Blinddarm- oder Darmoperation oder er war, ich glaube, als Kind im Krankenhaus und da ist irgendwas verunglückt und daher habe er seine Affinität zu Splatter. Mhm. Aber I don't know, ob er mich da auch nur lieber auf den Arm genommen hat. Kann ich nicht sagen. Ein großer und natürlich, das sagt sich jetzt immer so formelhaft daher, Wiglaf Droste, Roger Willemsen, Christoph Schlingensief, sie fehlen. Aber jenseits des Klischees, sie fehlen. Ja, das, solche Projekte, die dann auch tatsächlich noch umgesetzt worden sind, wo du jetzt heute, also wenn du jetzt heute, welche Zielgruppe habt ihr eigentlich? Sind es die adaptiven Pragmatiker, die damit erreicht werden sollen? Sondern einfach so viel kreative Energie zu haben, sondern zu sagen, das ist mir scheißegal, ich brauche das Geld, um das umzusetzen. Das ist schon toll. Ja, absolut. Thomas hat nochmal, hast du einen Tipp, wie man bei allem satirisch motivierten Zynismus, also den wir ja, den du ganz bisschen hast, also ganz. Ich habe goldenen Humor. Ja, also, so. Das ist missverständlich, ja. Thomas. Aber nicht so was, also schon ein bisschen schärfer als Hans Erhardt, würde ich sagen, oder? Hans Erhardt hat sich so gestresst, dass er einen schrecklichen Schlaganfall bekommen hat. Da ging der Druck nach innen. Ja. Dann ist natürlich, wenn ich zynisch wäre, was ich nicht bin, ist Zynismus wesentlich besser, weil da verlässt man ja dann, macht geschmacklose Bemerkungen über Äußerlichkeiten oder Namen. Das ist ja eine Hochkomik, beides verboten. Das ist immer, wenn ich Angst habe, in der Titanic gelobt zu werden, ich weiß nicht, erscheint die noch, gibt es die noch? Mhm. Diese Buntstiftlecker-Zeitung, da kannte ich die noch. Dann mache ich wieder einen Namenswitz oder Herbert Reul drückt ein Auge zu. Und dann ist wieder gut, dann habe ich wieder Ruhe. Das ist aber ja nicht zynisch, sondern nur geschmacklos. Da sehe ich eine große Stärke bei mir. Und hinten in diesem Zynismus nicht zu verzweifeln. Nee, also Humor ist eine Waffe. Nee, das ist eine legitime Waffe. Da muss ja schon drüber unterhalten, dass es doof ist, wenn diese Waffe auch noch von oben nach unten gerichtet wird. Wie eben bei Corona oder beim Ukraine. Konflikt, dass die Obrigkeit, der Untrigkeit auch mit Mitteln der Satire Bescheid sagt, was hier mal zu denken ist. Das ist nicht die Aufgabe. Aber dieses ganze Durcheinander, mit dem wir im Moment zu tun haben, und dem kannst du mit Zynismus kann man das ja nicht entwirren. Ne? Also kannst du. Nee, Zynismus ist das nicht auch eine Ausstiegshaltung? So ein bisschen, genau. Also, dass man dann vielleicht jemanden verächtlich macht und sagt, und deshalb habe ich mit alledem nichts mehr. Also für mich ist immer so eine, ich habe mit alledem nichts mehr zu tun. Mhm. Und der Humor eine Stufe davor kommt ja aus enttäuschter Liebe. Also man würde gerne, dass die Sozis eine Willy Brandtsche Ausgleichspolitik machen würden oder man würde gerne, dass die CDU noch wüsste, warum sie nach dem Krieg gegründet worden ist oder man würde gerne, manche Leute wählen wahrscheinlich heute noch FDP, weil vor 134 Jahren Gerhard Rudolf Baum FDP-Innenminister war. Das ist immer ja enttäuschte Liebe. Mhm. Welche deiner Lieben ist so enttäuscht, dass du sie heute noch wählst? Enttäuschend. Die Grünen. Echt, machst du immer noch? Ja. Können wir die Palme zwischen uns stellen? Ja, gerne. Ich gucke dir noch ein bisschen nach vor. Ich weiß, das ist schwierig. Aber das ist schon, das habe ich schon so lange gemacht. Ja, du warst ja auch bei der Bundeswehr. Da wird man die Grünen. Dein Vater war Berufsoffizier? Ja. Ja, dann landest du in der grünen Ecke. Und die Uniform auch und so. Also Kampfuniform. Das finde ich geil. Also da ist ja schon. Da ist ein roter Faden von Baldur Springmann bis zu den Minderjährigen, die jetzt eingezogen werden können. Also wenn das kein auf sozial sind. Ist das herabgesetzt worden, das Alter? Nein, offenbar ging das schon die ganze Zeit, dass 17-Jährige zum Bund gehen konnten und die Ampel hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie das beenden wollte. Und jetzt braucht die Bundeswehr aber, ich glaube, für Gartenpflege so viele Leute, dass sie sagen, ja, wir lassen das noch ein bisschen. Mhm. 17-Jährige werden eingezogen. Dürfen dann aber bestimmte Sachen nicht machen, wie Auslandseinsätze oder Russen umbringen. Das ist anders bei den Grünen, da darf man das auch unter 18.
Siehst du, hier eine Kudo hatte noch die Frage, ob die SPD eine politische Zukunft hat. Kannst du das beantworten? Das hatten wir letztes Mal schon mal, ne? Echt? Mich. So quält ähnlich. Quält mich. Also der Gedanke der sozialen Demokratie hat auf jeden Fall eine Zukunft. Und diese Bündnisse, die unter Brandt und Schmidt so breite Wahlergebnisse erbracht haben, die sind ja jetzt, teils ist man dann, wenn man doch ein demokratischer Sozialist ist, vielleicht eher mit den Linken affin. Wenn man demokratisch-sozialistischer Ausländerfeind ist, ist man mit Wagenknecht affin. Wenn man demokratischer nationaler Sozialist ist, ist man mit der AfD affin. Also das hat sich total aufgesplittert und der Markenkern Sozialkundelehrerin mit Tagesfreizeit, das ist in der SPD geblieben. Und das kann dann auch irgendwann mal zu wenig sein. Aber der Gedanke ist ja präsent wie immer in der Politik. Thomas ist da. Was schreibst du? Ah, Familienabendbrot. Nee, klar, ey, dann mit vollem Munde kann man durchaus tippen. Diktierst deinen Kindern. Was? Wer wählt die Grünen, wenn nicht enttäuscht von der CDU? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Per Bühnes fragt, was ja eine schöne Frage ist, wieder großartig, schon einmal Lob und mal unter uns, warum versauen Sie hier auf YouTube? Im Staatsfernsehen habe ich lange nicht mehr so von Herzen gelacht. Dankeschön. Wann gibt es diese Show dann endlich? Im Staatsfernsehen. Im Staatsfernsehen. Also das Doofe ist, glaube ich, dass ich im Zuge dieser, wir sind glaube ich bei Folge 195 plus Lockerroom nochmal 130 vorneweg, inzwischen jeden Sender so durchbeleidigt habe, dass ich mir ernsthafte Sorgen über meinen beruflichen Fortbestand und nicht nur meinen mache. Ich glaube beim WDR, das ist so kurz vor Hausverbot. Ist das schon so ein, ich muss leider draußen bleiben und dann so ein... Da ist ein Hund so ein Schattenriss von mir. Ja. Mhm. Ja. Und Serdar Somuncu war in dieser Sendung, das geht dem WDR gar nicht. Die hatten ja mal öffentlichen Krieg über die Medien und ich glaube, dass, also wir müssen jetzt irgendwann mal über Refinanzierung reden, aber sonst ist es hier sehr viel schöner. Ja. Alles wahr. Das stimmt. Es war eine tolle Zeit im WDR. Also es ist meine berufliche Kindheit und ich habe die Menschen sehr lieb. 4.600. Das rettet jetzt aber auch nichts mehr. Also nice try, ja, aber ja, ein bisschen, ja. Ich finde, Tom Boe hätte viel mehr als 400.000 Euro im Jahr verdient. So, aber das musst du durchgehen machen. Da kannst du nicht einmal kurz sagen, hier so ein bisschen so... Hier kommt ja die Maus, hier kommt die Maus. Jetzt kommen wir schon in den grünen Bereich. Also oft, wenn ich Schnupfen habe oder am Rücken, ich gehe nur zu Eckhard von Hirschhausen. Ja. Sondern höchstens Top-Arzt. Urlaubsvertretung vor Maischberger. Aber ja, da lasse ich sonst auch gar keinen ran. Ja, sehr gut. Wann bist du wieder bei Welke? Ich bin bei Welke Ende des Monats. Ich glaube, entweder ist es 30. April oder 1.5. Was streng genommen, und wer würde nicht gern mal streng genommen, gar nicht mehr Ende des Monats, sondern Anfang des Monats ist. Ungefähr so. Und diese, das vielleicht über die Produktion, also das ist immer, du kommst morgens schon, also ja, bist bei der Aufzeichnung nicht dabei und kriegst nicht diese grandiose, sensationelle, lustige Stimmung vor Ort mit, sondern das wird dann eingespielt. Ich glaube, ne? Das ist wirklich super lustig. Es ist für ein Publikumshumor, Bespaßungsamateur und Anfänger wie mich schwierig, die Pausen zu lassen. Das merke ich dann abends, wenn ich das geschnittene Stück sehe, weil die tatsächlich dann meine Vorproduktion vor dem Live-Publikum abspielen und auch live die Lacher mitnehmen. Und entweder machst du eine Pause und keiner lacht, das weißt du in der Aufzeichnungssituation nicht, oder du hast einen Brecher drin und weißt es nicht und die lachen dir die nächsten zwei Sätze natürlich laut weg. Dann muss dann ein Ton gezogen werden, vielleicht wird auch noch postproduziert, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir aber aus dem Grund vorgenommen, wenngleich ich morgens aufzeichne, dann trotzdem vielleicht mal abends bei der Show vorbeizufahren. Und mir das Fernsehen interessiert mich halt. Vielleicht auch eine berufliche Perspektive später. Ja, also da kann man ja, haben wir ja den WDR gleich um die Ecke, da kannst du dann ja auch eigentlich mal vorbeischauen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie in der Zeitschleife sind. Ja, beim WDR, da ist ja so ein Schild an der... Aber dieses, gibt's denn bei... Wann warst du eigentlich zum... meine Jürgen, ehrwürdiger Jorge Ohls hat ja eine bunte Berufsbiografie, war lange Oberkommandierender der Bundeswehr, aber ist dann zu RTL 2 in ein ähnlich hierarchisches System gewechselt.
über verschiedene Zwischenstationen und dein erster Besuch im WDR. Darf ich das Trauma mal wachrufen? Ja, Talkshow mit Götz Alsmann, keine Idee. Hat mich super geärgert. Ich glaube, Götz noch mehr. War schön im WDR. Ja, ja. Okay. Also immer. Wir mussten ein bisschen warten, bis wir reinkamen, weil das dauerte beim Pförtner. Da wird ja das mal geguckt, ob der geschieht Termin zum da ist. Schutz der Mitarbeitenden. Ja, finde ich total okay. Ich weiß noch, als ich bei RTL gewesen bin, da kam ja dann mal so eine kurdische Protesttruppe rein und ist ins Explosivstudio marschiert. Ja. Und wir kamen bis dahin immer so, konnte man so durchgehen, beim Pförtner Hallo sagen. Und dann wurden aber so Trommeltüren eingebaut. Da kam dann immer nur einer rein, dann ging der Schleuse zu und so. Ja. Und die waren aber nicht schlau genug, die hätten ins Sendezentrum gehen sollen. Also da hätte man wirklich viel mehr Unsinn veranstalten können. Und alle waren heilfroh, dass sie das nicht geschnallt haben. Ja. Aber gute Quote. Es gab mal eine Meldung, die habe ich auch idiotischerweise in der Zack-Nachfolgesendung Privatfernsehen als Onliner verbraten und die hieß, der Berliner Nachrichtensender NTV ist heute von 25 Studenten besetzt worden. Mhm. Und ich sagte ja, seit Gründung. Riesenlacher im WDR. Kurz darauf war ich arbeitslos und versuchte eine Produktion an NTV zu verkaufen. War ein netter Empfang. Thomas L. fragt nochmal wegen Olli und Kako waren mit dem Podcast die Boomer Boys. Wann bist du mal zu Gast? Haben die da überhaupt Gäste? Ich habe noch nicht keinen Gast mitgekriegt. Ich habe jetzt so 3-4 Folgen gehört. Wahrscheinlich. Ich habe es auch noch nie mitbekommen. Sie sind ja, glaube ich, auch bei Radio 1 den legitimen Rechtsnachfolger von Serdars Blauer Stunde. Und ich meine, die hätten gar keine Gäste. Die unterhalten sich über die Woche. Ja. Ich meine, es gibt immer mal wieder, aber dann habe ich keine Folge mitgekriegt. Aber das wäre natürlich eine Gelegenheit. Du bist ja, ihr seid ja, also eine. Also die haben natürlich eine ganz eingespielte Rhetorik miteinander, weil die, ich glaube, Frühstücksradio, lass das gut 30 Jahre her sein, dass die zusammen morgens im Radio gesessen haben. Belke Wischmeier, Sabine Bulthaub, Olli Kalkofe. Ja, super Team. Ne? Absolut. Ja. Und ich auch. Also der Götz macht, glaube ich, bei WDR 4. WDR 4 ist der Sender der Erniedrigung, aber nur für mich, weil ich damals gedacht habe, die Generation Gap wird jetzt doch deutlich spürbar, wenn ich meine Mutter besuchte und an der Radioskala sah, so Blockwart, NSDAP, das sitzt bei mir so drin. Früher hat man nachgeguckt, habt ihr London gehört oder Moskau, dann bitte gleich mit raus. Und ich habe immer nachgeguckt, hat die Mutti wieder WDR 4 gehört. Das ist so eine kluge, intelligente Frau und die hörte diesen Schlagerschlamm. Und wenn ich jetzt nachts, ohne auf die Radioskala zu gucken, einfach die Tasten durchdrücke, bis mal irgendwas Vernünftiges kommt und nicht so die 70. der 80er und Hackfleisch und Eigennabelbespiegelung oder Wort, Wort, Wort. Ja, und dann gucke ich nachher drauf, ja, war coole Musik, war WDR 4. Und da moderiert Götz etwas. Formerly known as Professor Bob und ja. Was haben wir noch? Kinder, ich meine, ihr zahlt Eintritt. Ja. Also es gibt Gäste da bei Boomer Boys. Kalkenberg? Nein. Ja. Zuletzt war der Bandleader von damals Harald Schmidt da. Helmut Zerlett. Ja, das wusste Thomas L. jetzt, glaube ich, nicht. Aber ja, Thomas weiß so viel, das muss er nicht wissen. Oder er wollte mir die Chance geben. Genau, das zu sagen, ja, sehr gut. Da war ein Grimme-Preis. Er ist leider gebraucht vom 8. März 1991. Nee, Helmut Zerlett ist auch die Hausband vom Grimme-Preis, wusstest du das? Das passt jetzt alles wieder. Wahnsinn. Ja. Die laufen aber ganz schön an, die Dinger so im Laufe. Ganz schrecklich. Also es gibt die Legende von Heinrich Brilleur, dem großen, wie heißen die Dinger, Mockumentary, Realdoku. Also er verfilmt dann irgendwie das Leben von Herbert Wehner oder wie das war mit dem Kanzlersturz. Und hat, glaube ich, 7 Grimme-Preise. Auf Platz 1 ist Dominik Graf mit 10, auch ein Filmregisseur. Und Brilleur, der ja auch gebürtiger Maler ist, und ich glaube in der Ecke Maler und Anstreicher, kennst du, der hat gesagt, die wären immer zu Hause umgefallen oder was auch. Er hat sie alle zu dem Juwelier gebracht, der sie macht, in Pflege gegeben. Das ist wie so ein Grab. Und der, also der. Du brauchst sie ja zu Hause nicht. Man, einmal im Jahr schäumst du die Milch auf und dann sagst du wieder, es war wieder gut. Jetzt gibt's also so zurück. Als Türstopper. Oder so, damit die Tür. Ja, damit kriegst du sie schnell kaputt. Die sind auch schon. Aber es stimmt, sie sind angelaufen zu Rostlichter, keine Stein mit nicht gehen. Ich würde dir ja nicht Händlercatching geben, aber. Ach doch, so ein richtiger Grimme-Preis, da kriegst du auch was für, glaube ich. Von wem denn?
das kann man ja mal ausprobieren. Also RTL-Mitarbeitende verkaufen, damit die schlecht träumen. Ich habe einen Preis, morgen bin ich arbeitslos. So ist doch das Spannungsverhältnis. Leider, leider. Viele gute Produktionen bei RTL, einfach den Mut nicht verlieren. Spielwiese fragt, weil wir jetzt gerade die gute Frage, wo ist eigentlich unser Studio? Ja, hier. Naja, also wie ist das so in die, vielleicht in die Redaktion integriert? Das ist ein kleiner Raum. Ja. Der, jetzt ist es auch kein Riesenstudio oder so, kein Fernsehstudio oder was weiß ich, sondern sieht ziemlich rumpelig aus und ja. Zwei Kameras, das war's. Und wir gehen dann raus, da gibt es eine kleine Regie und so und dann man kann direkt von seinem Arbeitsplatz, ist man in 30 Sekunden im Studio, genau. Ja. Wieso kriegst du da, bei WDR 4 kommt es auf die Uhrzeit an, wie überall im Leben? Warum siehst du denn eigentlich Chats, die ich nicht sehe? Grimme-Preisträger der RTL Traumfänger. Ja. Noch eine Sache, weil wir vorhin RKI, Eldfell, warum haben eigentlich unsere Edeljournalisten die RKI-Protokolle nicht herausgegeben? Ja, gute Frage, war die Tage auch im Chat. Ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, ob wir sind vielleicht keine Edeljournalisten, ich bin echt nicht auf die Idee gekommen. Ich hatte wohl die Idee, dass man, oder ich verstehe, dass man nach dem Informationsfreiheitsgesetz die freiklagen kann, dass man sie dann so interessant geschwärzt bekommt, dass man erst recht spitz wird wie Nachbars Lumpi. Ich fände es jetzt einen Kurzschluss zu sagen, die waren alle so auf Drostenlinie, dass sie auf gar keinen Fall das mal nachchecken wollten, was Drosten da so gemacht hat. Alle so auf Wielerlinie, dass sie nicht checken wollten, was im RKI gelaufen ist. Das wäre mir schon zu verschwörungstheoretisch. Aber ich finde die Frage gut und ich kann mir vorstellen, bei dem Neid und der Eifersucht, also denk mal an die an die Potsdam-Enthüllungen vom Korrektiv, wie sabberneidisch der Spiegel dann noch ganz schnell noch einen anderen Abend in einer anderen Villa rausholen musste, weil sie pisst waren, dass sie das nicht gemacht hatten. Mhm. Also, dass, wenn so eine Veröffentlichung so einen Wumms hat, dass die sich in den Arsch beißen, dass sie es nicht gemacht haben. Das glaube ich auch. Das halte ich für realistischer, oder? Ja. Das gibt es ja auch häufig so bei guten Ideen, dass man erstmal sagt, tolle Idee, super. Und der zweite Gedanke ist, warum bin ich denn da nicht drauf gekommen? Also, das sind diese ganz einfachen Sachen. Und das ist ja eigentlich naheliegend. Ne? Wobei ich die wenn man sich die Seiten so anguckt, die Teile, die geschwärzt sind, sind schon üppig. Also, das wäre im nächsten Schritt mal interessant, darauf zu klagen, dass die ungeschwärzt. Ja, hat Lauterbach ja angekündigt, ne? Ja. Dass es eine weitgehend entschwärzte Version gibt, bis auf privaten Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Harald, mein Lieber, WDR 5 baut ab, das heißt, du hörst das öfter. Und in welcher Hinsicht baut WDR 5 ab? Nur weil die wunderbare Sabine Brandy da nicht mehr moderiert? Es war auch schon vorher der einzige Grund, das zu hören. Immer die Frage, wer sich entwickelt hat, WDR 4 oder der Hörer. Ja, die haben natürlich diese wie nannte man das denn früher, Blümchenmusik. Und zwar, weil es gemacht wurde für Leute, die schon so viel Herzkasper hinter sich hatten, dass wenn sie Kaffee tranken, durch den Kaffee durch das Blümchenmuster an der Tasse sehen konnte. Deswegen hieß es Blümchenmusik. Und davon sind sie weg und ich spiele jetzt einfach Boomermusik. Und die Publikumsansprache ist durchgehend freundlich. Also so freundlich, dass man sagt, Mensch, ihr vielleicht mal beim WDR arbeiten, tät dem Laden gut. Und das also jetzt politisch schwergewichtig oder so, dann gibt es eben danach eine Stunde Deutschlandfunk intravenös oder so. Aber hier ist ja die Rede vom Wortprogramm WDR 5, das nach Haralds Meinung eher abbaut. Ich will da nicht widersprechen. Wegen Sabine. Nochmal zu dem Diss, den du hattest wegen der Studie, dieses Oh Gott, Küppi, vor 2 Jahren hätte man dich für den Satz bis heute fehlen belastbare Studien, dass Geimpfte weniger ansteckend seien als Ungeimpfte gekreuzigt und gevierteilt, allen voran vom ZDF und ARD. Aber das ist, glaube ich, auch kein Medienproblem, oder? Also, das ist ja im Europäischen Parlament verhandelt worden. Marco hat sich da auch nochmal in die Recherche geschmissen heute Nachmittag. Glücklicherweise bestätigt, was ich vorher schon geschrieben hatte. Nee, es war mir auch in Erinnerung geblieben.
Also zum einen gibt es diese Zulassungsstudien von Pfizer und BioNTech und eigentlich allen damals marktgängigen Impfstoffen. Und die Untersuchungen des Europäischen Parlaments haben herausgefunden, es ist keine oder eine völlig rudimentäre, unzureichende Fremdwirkungsforschung betrieben worden. Also man hat eigentlich nur beforscht zur Zulassung, hilft das gegen Corona oder nicht, prima hilft, kommt zugelassen und hat dann publizistisch tatsächlich die Behauptung darauf aufgebaut, die sind geimpft, die sind geschützt, die sind nicht gefährlich. Das war aber nie beforscht worden. Und man hat dann sozusagen empirisch im Verlauf festgestellt, okay, nach einer Zeit, ein paar Tage nach der Impfung, sind die wieder ansteckend. Oder können die auch eine hohe Viruslast haben, die ihnen aber nichts anhat, mit denen sie aber andere Leute anstecken können. Das ist die Sachlage. Ich glaube, dass... Also mehrheitsfähig war das nicht selbst. Ja, weil diese Untersuchungen des EU-Parlaments ja ex post betrieben wurden. Man hätte damals, wenn man präzise recherchiert hätte, habe ich auch nicht getan, bei der Zulassung fragen können, okay, also die helfen, was wisst ihr über die Nebenwirkungen und was wisst ihr über die Fremdgefährdung? Das ist damals nicht groß. Man hat dann eher bejubelt, BioNTech in der Goldgrube Mainz, prima Steuerzahler, herzlichen Glückwunsch, gelungene Migrantenbiografie. Was ja auch alles okay ist. WDRX, Mantelmoderation mit personalisierter Playlist. Ja, das ist ja Spotify. Also deswegen hat das Radio ja auch genug Probleme. Politikum hält die Fahne hoch bei WDR 5. Ja, kann man sagen, kann man gerne mal hören. Manchmal ist es so zwangskritisch. Müssen wir aber auch draufhauen. Aber wem sage ich das? Mir. Ach so, ja, das stimmt, Harald. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder Boomer-Trash ist, aber ich habe natürlich solche Sendungen immer geliebt, wo Moderatorinnen, Moderatoren war, wo du so eine ganze Lebenserfahrung mit durchschimmern hörtest. Also auch wenn es darum ging, gerade politische Geschehnisse einzusortieren. Und heute ist dieses blumig erstaunte sich wundern über, was da wieder in der Welt passiert ist und manchmal eben auch diese mäßig verwischte Grenze zwischen Berichterstattung und Aktivismus eher programmprägend. Wir können jetzt alle unsere früheren WDR-Lieblingsmoderatoren in den Chat schreiben. Kurt Gerhardt, Klaus-Jürgen Haller, ach viele. Ja, aber komm. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die selber Kindheitserinnerungen also bei mir sind. Ich habe hier noch was Schönes fürs Ego. Wer schreibt eigentlich das ihr Skript? App Martin. Es muss ein Genie sein, denn man kommt sich vor wie in einer Komödie. Du machst das tatsächlich alleine, ne? Ja, also wir konferieren ja mittags zusammen und dann überlege ich, wozu was funkelt, wozu fällt mir was ein. Und dann gehe ich um 2:30, 3 in meine Kemenate und rauche sehr viel, trinke sehr viel Kaffee und um 19.30 Uhr sollte es fertig sein. Wen Rest badet ihr aus? Ja, das stimmt. Goldgrube, das Stichwort. Übrigens fährt der Laden gerade in schweres Wetter. Was ist los, Harald, bei BioNTech? Ich dachte, die hätten jetzt auch noch die Impfungsspritze im Po gegen jede Art von Krebs. Ich meine, warum rauche ich noch? Weil Familie Schein umkommt und sagt, Alter, völlig egal, Krebs gibt's nicht mehr, haben wir auch was gegen. Gibt es da Gerüchte, dass BioNTech abraucht? Abraucht, gut. Diese Woche rauchen alle ab. Habe ich nicht gehört, nö. Okay, Harald wird uns ja, nicht die haben doch so viel Kohle gemacht. Was soll denn da noch passieren? So, dass die Stadt Mainz nicht mehr, also sich irgendwie im Kindergarten die Türklinken vergolden lassen kann, weil sie durch dieses enorme Steueraufkommen, was ja dankenswerterweise da abgeliefert wird. Ich glaube, nächster Karnevalsumzug nur noch Prunkwagen. Genau. Voll vergoldet. Ja, absolut. Ja. Vielleicht eben, aber so viel Geld kann man, glaube ich, gar nicht ausgeben. Dieses Jahr wohl rote Zahlen. Rote Zahlen? Ja. Wie kann man das denn hinkriegen? Das verstehe ich auch nicht. Das ist so, was wird aus meinem Leben, wenn da kein Marco wäre? Müsste man sich mal angucken. Das ist doch die erstaunliche Geschichte von BioNTech, oder? Ja. Weil auch aus der EU kamen ja auch noch mal Gelder dazu. Lies mal Handelsblatt. Lord Knut war beim RIAS von den Lords, ist tot. Hat er da moderiert? Lord von Mucke? Also auf jeden Fall waren die natürlich eine total wichtige lokale Größe in Berlin, die Lords.
Aber ob der da moderiert hat? Ich gucke hier das nochmal durch. Ich glaube, diese harte Tür mit den nur Abo-Abonnenten ist schwierig. Ist schwer. Ja. Ja, das spiegelt. Aber wir schulden euch das hier mal irgendwas zu machen, was ihr für euer, also ehrlich gesagt, ist es total lieb, ein Abo zu haben da drauf, weil man ja KTV dann 2 Stunden später auch so gucken kann und wir so wenig Goodies bieten, müssen wir mal ehrlich sagen. Außer natürlich, dass wir jedem User einen Grimme-Preis schicken. Deswegen haben wir mal ein paar auf den Tisch gestellt. Und das alte Zack-Logo immer noch nicht verkauft haben, obwohl es echt weg kann. Und die Palme. Obwohl sie mir einen gewissen Sichtschutz gegenüber so militaristischen Flügel bei den Grünen da bietet. Also, das ist jetzt auch eine Geste, soll eine Geste sein, eine Hilflose von uns, dass wir sagen, ey, das ist echt total lieb, dass ihr es unterstützt und dass dieser Laptop immer ausgeht und so. Aber vielleicht ist dann zu wenig los im Chat. BioNTech hat wohl die erste Darmkrebsimpfung in der Röhre, also jetzt auch mal so Darmkrebs in der Röhre, formuliert. Wo auch sonst, ja. Genau. So, und wie krieg... Ah, da ist es wieder. Ja, den hatte Nordvor schon mitgeliefert. Stefan Overkamp ist auch Felberter. Friedhelm Brebeck, stimmt. Super Geschichte. Friedhelm Brebeck war, hallo Franz Beckmann, jetzt auch bei uns dabei. Friedhelm Brebeck hat diesen ganzen ersten NATO-Einsatz, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Sarajevo, Kosovo, Serbien und so weiter, berichtet. Und ich glaube, was so Kriegsreportern passieren kann, ist, dass sozusagen die Splitterschutzweste unter seiner Haut festgewachsen war. Und ich habe ihn hier in Köln, wo sein Heimatsender WDR war, auch mal gesehen, verschiedentlich. Und der hatte eine Art, durch die Fußgängerzone zu gehen. Der guckte immer, wo die Sniper bei Karstadt auf dem Dach liegen. Der ging wirklich so. Das ist eine scheiß Traumatisierung zum Kriegsreporter. Taugt auch nicht jeder. Oh, der war auch, der hat ja im Grunde genommen auch so eine total markante Stimme, immer so scheppernd. Ja, genau. Ja, er hat geraucht und den Rest hat er erzählt. Und bei Schalten hat er dann ja auch mal den Leuten nochmal eingeschenkt, woher soll ich das wissen? Und ja, so, und oder? der hatte eine große Distanz sozusagen zum, der transportierte immer sehr viel Zweifel an dem, was er da selber berichtete. Mhm. Also verwendete viel Formen wie die NATO sagt, aber die Serben sagen. Also er hat sich mit keiner Seite gemein gemacht, aber er hat praktisch alles, was er berichtet hat, immer in sehr deutliche Anführungszeichen gesetzt und klar gemacht, dass das jetzt nicht, dass es da nicht eine Wahrheit gibt, sondern dass im Krieg verschiedene Leute verschiedene Wahrheiten behaupten. Das ist unabhängig davon, dass man diesen etwas knobelbechrigen Sound und Stil nicht mögen musste, fand ich das maßstabsetzend für Kriegsberichterstattung. Er gehört ja auch zu denjenigen, die nicht sich auf den Balkon setzen und sich die DPA-Meldung faxen lassen und dann daraus vorlesen, sondern der war ja wirklich vor Ort. Und ich fand, ja. Das war schon besonders. Schlager der Woche im Rias, sagt Google. Dann war das so. Gibt es eigentlich diese Bands noch? Gibt von den Lords, ich glaube, da sind mehrere verstorben. Die Rattles. Kriege ich nicht da rein. In die Röhre, das stimmt. Alles Gute zur 75. NATO-Totgesagte. Ja, allerdings. Kann man sich heute schon nicht mehr vorstellen, dass es bei der Auflösung des Warschauer Vertrags hieß, was soll denn dann die NATO eigentlich machen? Dann gab es auch Debatten, die NATO zu einer sozusagen zivilen Organisation zu erweitern. Dann hieß man, ja, dann haben wir schon die EU und da ist sowieso, haben die Amerikaner das Sagen. Und dann gab es lange Zeit noch, auch Merkel, auch Volker Rühe, wir müssen Russland die Tür aufhalten zur NATO. Das ging bis 2010, 2011, also, aber der Westen, also G8 dann, ne? Der Westen wollte das nicht. North Atlantic Treaty Organization, eigentlich ja Washingtoner Vertrag, ne? Ich war die Tage oben in Felbert. Lieber Stefan, schreibst du das eigentlich, warum? Weil du auch Felberter bist? Also Overkamp könnte gehen. Die Lords gibt es noch. Meldet Lord Marco.
der damals den Bass und den Norweger-Pullover spielte. Gut, ich gucke nochmal, was denkst du, wie die US-Wahl ausgeht? Wir hatten ja letztes Mal die Flagge. Hast du einen Tipp? Naja, inzwischen würde ich sagen, in jedem Fall beschissen. Also den großen Aufbruch hin zu Demokratie erwarte ich mir jetzt von keinem Wahlergebnis. Aber natürlich habe ich vor einem mehr Angst als vor dem anderen. Man könnte jetzt so Style, hoffentlich geht es den Deutschen nie so schlecht, dass sie mich zum Bundeskanzler wählen müssen, Franz Josef Strauß sagen, lass es auf jeden Fall Trump werden, weil dann wird dieses in sich sehr morsche, kariöse System USA endgültig zusammenbrechen. Und das ist eine Möglichkeit, der wir uns sowieso stellen müssen. Und die Europäer müssen sich erkühnen und ertüchtigen. Und die Rattles rütteln ab und an noch durch Hamburg, sehr gut. Und Stefan Overkamp ist... Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt. Stefan, für dich grüßen wir den Altgesellen, das Schlotschmidt-Denkmal an der Felberter Sparkasse, an der Friedrichstraße. Ich hoffe, wir sehen uns da die Tage. Gegenüber in der Eisdiele. Das war ein eleganter Übergang von Trump. Ja, also sehr Altgeselle, Stichwort sehr Altgeselle. Sehr gut, ja, das kannst, das macht ja so schnell keiner nach. Das war der Alte macht. Also der etwas Ältere meint Kaki Kaas. Kaki Kaas, ist das irgendwie niederländisch? Spreche ich das richtig aus? Möglicherweise haben wir Fans in den Niederlanden auch. Ja. Was sehr schön ist, finde ich. Es freut mich sehr. Die mal aber gleich Frank de Moor Bescheid gestoßen haben. Ja, die haben mich heute Morgen angerufen. Die sind vorbeigefahren. Um 6 Uhr klingelten die Sturm. Ja, und absolut. Haben gesagt, der Alte kommt nie ins Parkhaus. Was ist das für ein Mist hier? Das ist ganz schön teuer mit. Und vor allen Dingen ist es teuer, weil sie durch diesen Defekt der Nummernschildleseanlage, manchmal kann man dann ins Parkhaus rein und kann man mir nicht mehr raus. Dann musste man manuell dafür sorgen, dass die Schranke hochging und fuhr raus. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hatte, behauptete der Computer, du bist irgendwann reingefahren und 4 Wochen drin stehen geblieben. Und Anja kriegt dann immer völlig absurde Rechnungen, dass welche Autos da monatelang im Parkhaus gestanden haben. Und sagen, nein. Trump hat CDU seine Wähler sterben weg. Also das will ich ja weder den Wählern wünschen, noch ein Pseudonym aus Düsseldorf. Das Kaki Kaas kommt aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf, ey, das ist ja nun nicht wirklich weit von Niederland. Ja, Thomas, ich weiß jetzt nicht, was ich für deine Herkunft für eine vaterländische Hymne anstimmen könnte. Ich kenne in Wirklichkeit auch praktisch nur das Lied der bergischen Heimat, wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall sind, die Berge hochklagen, der Amboss erklingt. Und ich könnte noch Rebeck aufsagen, und dann wird es dunkel. Hatten wir in der Schule nicht. Sonst, wenn es ein Gedicht für dich gibt, sag. Und du? Welches Heimatgedicht hast du gar heute nichts, vorbereitet? Irgendwas Nordisches? So auswendig ist bei mir ganz Peter schlecht. Lünn, der Amtmann von Tondern, Henning Pockwitz, schlägt mit der Faust auf den Eichentisch. Ja, also heute fahre ich selbst hinüber nach Sylt und hole mir meine eigene Faustzins und Güll. Und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, dann sollen sie Nasen und Ohren lassen. Und ich höhne ihrem Wort, Leverdoder Slav. Nicht schlecht. Das hat der Jürgen für euch vorbereitet. Ja. Sehr gut. Friedrich hat ein bisschen mehr abgenommen, das ist gut. Aber ich ja, natürlich, du hast das delegiert, so kennen wir Also wir können hier hemmungslos Unsinn reden, glaube ich jetzt, ne? Oder? Ja. Es kommen ja keine neuen die Jungs zu Pfingsten nach Pankow. Thomas, kommst du aus, also Großraum Berlin, ja, aber Pankow? Ich habe Jahre gebraucht. Ich musste über 50 Jahre alt werden, um bei einer Fahrradtour mit meiner Liebsten, von Berlin nach Usedom im Berliner Norden in Pankow festzustellen, ey, diese Leute in Pankow, die sind echt crazy, die haben ihren Fluss Panke benannt. Aber was genau umgekehrt? Mhm. Es gibt einen Fluss, der heißt Panke. Wer ihn gesehen hat, sagt Panke, nein, danke. Ich fahre da hinten bis zur Panke und dann rechts an der Tanke. Ganz neue Möglichkeiten. Ja, Mensch. Ja. Dann machen wir das nächste Mal, dürfen doch wieder alle mitdiskutieren, oder? Das hat die schweigende Mehrheit jetzt hier brutal durchgesetzt. Jason ist da, das wäre jetzt unfair, wenn wir sagen, Jason ist da, wir gehen. Hi Jason, hau mal einen raus. Küppi vor Taz Titelseite. 2,49? Ich feiere den ersten Superchat. 42,42 ist...
sag mal schnell hier die Antwort auf alle Fragen. Ja. Dankeschön. Lichtenberg, kenne ich Udo Lichtenberg. Kein Thema, oder war das nicht ein Philosoph? Aus dem Speckgürtel sieht alles gleich aus. Ich finde, es ein bisschen anzügliche Bemerkung. Ich weiß, ich habe zu viel Knäcke gegessen, aber das ist hoch, du roter Adler, ist die Hymne von Bundesland? Sowas war ein Marco. Flieg hoch, du roter Adler? Keine Ahnung. Brandenburg? Nee, Adler Bremen nicht. Nee, nee. Sag du mal, weißt du das? Brandenburg. Ja, habe ich doch gesagt. Leise. Ich war nicht überzeugt, deshalb habe ich es leise gesagt. Das Landeswappen von Brandenburg ist, glaube ich, ein roter. Ja, das stimmt. Nicht ein toter, sondern ein roter Adler. Wie cool, Thomas hat Mitgliedschaften verschenkt, das ist ja wohl geil. Und jetzt, danke Thomas, das ist echt lieb von dir. Das ist wahrscheinlich, damit ich das nicht singe, ne? Sehr schön. Ja, Harald Schweder ist im Stoff. Der weiß das mit Brandenburg. Das ist aber sehr nett. Habt ihr eigentlich mit fortschreitendem Alter auch nicht nur diesen bescheuerten, oben wächst nichts mehr, dafür wachsen mir Haare aus den Ohren, an den Augenbrauen und was am bescheuertesten ist, in der Nase? Mhm. Und dafür muss es doch evolutionär eine Begründung geben. Ja, das filtert was? Irgendwie Staub und so Sachen raus. Dafür ist es da. Ja. Und zu dem jungen Homo sapiens oder Neandertaler machte das nicht? Der hat ja noch ein viel besseres Immunsystem. Und ja. Erst sozusagen, die wachsen, also je älter man wird, desto länger werden sie, damit sie schädliche Sachen. Und das ist mit abhalten. Der Ohrbehaarung auch so. Als junger Mensch sagt man noch, ja, kraftvoll, ich will mir den Scheiß nicht mehr anhören. Als so, älterer, genau, wächst das langsam zu. Ja. Dann hat man so ein richtiges Filter. Dann fällt irgendwann auch hier diese Frise über die Augen. Dann sieht man auch nichts mehr. Genau. Also das ist ein fortschreitender Prozess, der in kompletter Verhaarung endet. Ich finde, ja, die Freunde bedanken sich auch, Bob und Ignorama Lama. Und Schleswig-Holstein mehr umschlungen, handelt nur... Ja, Ossentung, sag mal, Nordvermucke, wo du das gerade ansprichst, möchte ich mal gleich kritisch nachfragen. Heißt Osnabrück wirklich die Brücke über die Ochsen gehen? Ist das nicht neben allen völlig unnötigen Gründen, Osnabrück zu verlassen, der beste? Ja, Brandenburg von Grebe ist natürlich klar. Leute, kommt rein. Also das fand ich jetzt echt eine tolle Geste von Thomas. Gott zum Gruße. Hammer. Junges Volk. Und der Jason ist da, 33, der wegen dessen wir hier... In unterschiedlicher Geschwindigkeit, ja, das ist, wie die Haare an die Kehrseite kommen. Warum die da sind. Aber stehst du immer jeden Morgen erstmal eine Stunde so vorm Spiegel und, alter Falter, weiß ich, welchen Sinn die da machen, das ist Reste von Körperbehaarung der Affen, oder? Da müssen wir tatsächlich mal Dr. Hirschhausen nachfragen. Ja, Dr. Hirschhausen. Einen wunderbaren WDR-Arzt. Also ja. Der hat auf sowas eine sehr fundierte und, glaube ich, sehr, sehr gute Meinung. Also ich arbeitet der nicht bei diesem wirklich durch alle Sturmfluten des Meinungskrieges unverletzt, solide, durch Diesel stampfenden Supertanker WDR, dessen Kapitän unterbezahlt ist? Absolut. Absolut. Deshalb nennt man ihn Freizeitkapitän. In unserer kleinen Stadt eine Ochsenbrücke. Also eine richtige Brücke. Okay. Eine Brücke, wo nur Ochsen drüber dürfen, wenn ein Stier kommt. Ich habe gerade noch gelesen, dass Osna das alte Wort für Hase ist. Osna ist das? Und der Fluss hieß Hase. Und deswegen Osna. Die Brücke über die Hase, den Hasen. Das... Heute. Ja. Wenn ihr jetzt auch noch sehen könntet, wie gut Marco aussieht, würdet ihr ihn abwerben. Und wir sind ja nicht blöd. Ich kann doch gerne aufstehen, dann mache ich jetzt Kamera und Marco kommt hierher. Wenn ihr sehen könntet, wie gut der Jürgen aussieht, würdet ihr ihn auch abwerben. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Bei diesem Wahnsinnssender mit drei Buchstaben, möglicherweise. Boah, also ja, geil, wenn Hammer. Ich da mal... Also, da kann man immer was lernen. Ich bin noch gar nicht so lange im Beruf, von daher höre ich natürlich den ganzen Tag WDR 7. Also ich arbeite mich nach vorne. Ja.
Und ich freue mich total drauf, wenn ich mal WDR 1 höre, was dann Trumpf ist. Wie wir bei diesem Chat, bei den Möglichkeiten über alles Elend in der Welt reden, bei Kehrseitenbehaarung gelandet sind. Respekt. Kam das mehr von uns oder mehr vom Publikum? Das kam von uns, glaube ich. Das ist schlimm. Also das spricht eigentlich für eine gute Bandbreite, aber so ein auch ein gewisses unstetes Verhalten. Ne? Also über Trump und dann über Nasenhaare. So. Ja, also ich, wie siehst denn du das? Trump? Also man kann nur sagen, ja, eskalier es, dass dieses Wahlsystem weht und seit vielen Wahlen anders, dass in dem einen Bundesstaat kannst du mit der Mitgliedskarte der National Rifle Organization wählen gehen, bitteschön. Ich habe einen Ballerfetisch, ich darf wählen. Woanders werden Wählende von der Wahl ausgeschlossen, weil sie sich nicht 8 Jahre vorher in einem 70 Kilometer entfernten Wahllokal angemeldet haben. Haha, überraschend, eine Gegend mit vielen schwarzen Demokratenwählern. Also das System ist morsch. Trump hat das letztes Mal zum Beispiel durch Besetzungen beim High Court schon stark angegriffen, also die Checks and Balances durcheinander gebracht. Und man könnte ja die Position vertreten, zu sagen, okay, komm, mach kaputt. Na gut, wenn du jetzt mit dieser Riesenarmee... Axel! Nee. Nee? Also du möchtest Biden und das, der irgendwie nee, auf der das Hälfte der Amtszeit... Das hätte ja eine Riesenauswirkung, wenn dieses Land kaputt geht. Also mit allem, ich meine, wie viel Schulden die haben, Dollar als Leitwährung in vielen Ländern und so, stell mir vor, was da auf andere noch zukommt. Also selbst wenn du jetzt sagst, das funktioniert als Demokratie nicht mehr vernünftig, wofür es ja tatsächlich Anzeichen gibt und auch gute Gründe, sind die aber als Stabilitätsfaktor, was bestimmte Sachen angeht, immer noch ganz wichtig. Ich meine, dass Trump der Beweis dafür ist, dass du im Grunde genommen auch einen Hund zum Präsidenten könntest. Und es keinem auffallen. Ich meine, was muss man noch tun, um sich zu disqualifizieren sein, ne? Für so ein Amt? Das ist, finde ich, absolut fantastisch. Ich finde faszinierend den Gedanken, dass er jetzt da irgendwie hunderte von Millionen Strafen und Steuern nachzahlen muss und dass jetzt irgend so ein Abu Dhabi oder Katar oder Saudi oder Vereinigte Emirate sagen kann, komm, wir kaufen uns den. Ist doch vielleicht. Der kriegt die Kohle von uns und fertig. Ja, wir hatten, liebe Axel, das Thema Parkhaus Quark eigentlich schon amtlich bedient und das hat leider funktioniert. Ich bin heute Morgen anstandslos da reingekommen. Also macht euch auf eine Menge Stories aus meinem Privatleben, wo mir der Nachbar auf die Nuss geht oder ich Streit mit meiner Liebsten habe oder so gefasst. Weil offenbar klappt das, wenn ich das einfach in KTV anspreche. Aber nicht wirklich, ne? Das war reiner Zufall, dass du jetzt heute reingekommen bist. Nein, das war Frank de Moor. Nicht reiner Zufall. Ich soll keine Hunde beleidigen. Also wegen Trump. Aber das war jetzt gar nicht wertend gemeint. Ich habe nur so, wenn man sich darauf einigt, dass jetzt dieser vielleicht ein netter Hund ja. Diese Position begleitet, sind so viele Leute drumherum. Und möglicherweise würde der weniger Unsinn veranstalten als Trump. Oder ziemlich sicher würde er weniger, weil du müsstest ja in der ganzen Administration... Ich warte jetzt eigentlich auf den offenbar nur noch mir möglichen Klugscheißer-Beitrag. War es Caligula, der ein Pferd zum Senator erklärt hat? Das weiß ich nicht. Aber es war Thomas Lobich, der gefragt hat, wie ist es mit Altersflecken, wenn wir mit den Arschhaaren fertig sind? Kaki Kars aus Düsseldorf, warst du denn jemals... im Quincy Q Park Parkhaus in Köln im Neven du Mokare? Dann kannst du sagen, ich hatte da nie Probleme. Ich hatte da jeden fucking Tag Probleme. Als die FDP in die Regierung kam. Ja. Und sie finden keinen Weg mehr aus ihrer Querulanznummer raus, ne? Die FDP. Ja, aber da haben sie sich doch selber reinmanövriert. Ja klar. Und sie denken, dass mit diesem, wir sind die Chefquerulanten in der Regierung, dass sie damit beliebter werden und sie sinken immer weiter ab. Und ich glaube jetzt bei den Landtagswahlen, Caligula war ein Pferd. Und mit dem Pferd, das stimmt. Ja. Du hattest natürlich mal wieder recht. 1-0 für mich. Ich habe es sehr fragend gemacht. Ja, aber du weißt doch, dass ich sowas nicht weiß.
Und dann, das weiß und ich dann sagst du, dann sagst du, ja, du weißt. Ich komme manchmal extra in dein Büro, um dich was zu fragen. Hast du das noch gar nicht gemerkt? Aber immer nur Sachen, von denen du weißt, dass ich sie nicht weiß. Das wäre zynisch und das liegt mir fern. Ja, aber du hast so viel Inselbegabung bei einzelnen Sachen. So viel Detailkram kann man sich gar nicht merken. Die Gründung der Pro Bono mit Biolek und also das war. Es gibt in Deutschland einen sehr, sehr guten Sender, einen öffentlich-rechtlichen, im Herzen von Köln und im Herzen der Kölner und nicht nur der Kölner. Und der sagte, wenn ihr euch schon unbedingt ausgründen müsst, dann können wir aber die ganze Kohle jetzt nicht irgendwelchen Heloten und Schülerzeitungsredakteurinnen geben, sondern da muss ja eine ernsthafte wirtschaftliche Struktur, mit der wir schon erfolgreich zusammengearbeitet haben und so weiter. Mit anderen Worten, ihr dürft eine Tochterfirma gründen, aber keine eigene. Sonst arbeiten wir mit euch nicht zusammen. Und dann haben wir halt einen erfahrenen Produktionsunternehmer gesucht, der auch das Vertrauen des WDR genoss, war Alfred Biolek. Und der hat gesagt, na gut, gründet eure Firma und wir beteiligen uns mit 50% an dieser neu zu gründenden Firma. Und deswegen, Alfreds Firma hieß Pro, Programme für Bühne und Fernsehen. Und Alfred wollte gerne, dass Tochterfirmen, dass das zu erkennen ist, also mussten wir einen Firmennamen mit Pro finden und entschieden uns für Pro Bono. Und irgendwann später gab es einen interessanten Tausch, der, glaube ich, jetzt zu weit in finanzielle Eingeweide geht. Jedenfalls begegneten wir unserer eigenen Mutterfirma als Wettbewerber und haben dann gesagt, wir können jetzt alleine laufen und wollen euch aber auch nicht schaden und ihr wollt uns nicht schaden. Und dann habe ich die Anteile der Pro gekauft und dann war das auch gut. Und seitdem sind wir selbstständig und ich glaube, die Original Pro gibt es auch nicht mehr. Aber uns gibt es. Ja, Axel, schreib mir eine Mail dazu. Das klingt jetzt, als hättest du jetzt fordert Axel eine Debatte über Ohrenhaare. Ich will jetzt nicht sagen, ja, zu spät gekommen, aber die erste halbe Stunde haben wir nur darüber geredet. Ja. Nur, das ist alles gesagt. Nee, zum Parkhaus schreib mir, offenbar, wenn du da Erfahrung hast. Vielleicht arbeitet er da oder so. Nein, da arbeitet niemand mehr. Da arbeitet ein Stück Silikon, das nicht arbeitet. Sonst wäre ja alles gut. Mit Bio direkt an einer Sendung gearbeitet? Nein. Meine Lebensgefährtin und ich waren mal zu Gast in einer Sendung von Bio. Und wir haben Dinge, also zumindest Sabine hat Dinge gesagt, die Bio zu seinem unsterblichen und hinreißenden köstlich hingerissen haben. Und das war's. Harald Schweder sagt, dass ich nicht recht habe. Das kann man sich nicht merken. Er sagt, ist physiologisch falsch. Was drin ist, ist drin im Kopf. Nur der Zugriff geht durch Eiweißausscheidung verschüttet. Das ist ein Ding. Ja, also den würde ich jetzt mal überhaupt nicht. Also Harald, ist da nicht drin. Das würde heißen, möglicherweise war es bei Jürgen im Kopf. Und er hat eine Eiweißausscheidung. Ja. Ja, klar. Also früher ja Rückenmark und Tennisarm, was man so dazu gesagt hat. Was drin ist, ist drin. Aber das ist ja interessant. Das heißt, theoretisch hätte man auf alles Zugriff, was man irgendwann mal gehört hat. Das ist ja irre. Also wenn das blöde Eiweiß nicht wäre. Ich habe das immer so gelernt, dass das so funktioniert wie ein Straßennetz und Gedanken, die man oft denkt, die bilden sozusagen eine neuronale Autobahn und Gedanken, die man wenig denkt, halt nur ein Trampelpfad. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine dunkelmütige Phase im Leben hat und immer wieder traurige Gedanken denkt, dann denken die sich schon fast von alleine. Ja. Und dann kann man aber eben üben zu sagen, nee, ich denke jetzt den hoffnungsvollen, zuversichtlichen Gedanken und macht aus dem Trampelpfad eine Autobahn. Und wenn das funktionieren würde, bräuchte man keine Psychopharmaka gegen Depressionen. Hm. Das ist mein Nobelpreis. Aber wie das mit dem Merken geht, ja, das erlöscht irgendwann. Ne? Ich finde, am schlimmsten ist dieses, dieses dadurch, dass ich denke, ich werde langsam auch ein bisschen vergesslicher, dass ich, wenn ich versuche, mich an etwas erinnere, sofort der Gedanke kommt, naja, du bist ja vergesslicher geworden. Das stimmt. Und der blockiert erstmal die Erinnerung. Ja. Und dann sage ich, scheiße, ich hole mir erstmal einen Kaffee, dann fällt es mir ein. Und dann fällt es ein, ja, das habe ich auch. Aber das habe ich auch schon vorher gehabt, dass man immer dann, wenn man weiß, ab welchem das will Alter ich jetzt ungefähr? Ab 15. Aber hast du das zum Beispiel, wenn du jetzt, also was ich merke, wenn ich Bücher lese, die ich als
25-Jähriger gelesen habe. Wenn ich die jetzt lese, habe ich das Gefühl, ich lese ein anderes Buch. Hast du das auch? Oh, absolut. Das ist Thomas, mach's gut. Ich weiß nicht, kommt jetzt das Abendessen oder bringst du jetzt alle ins Bett in dem ganzen Wohnviertel? Mach's gut. Wie war die Frage? Mit den Büchern, dass man die jetzt anders liest. Ja, Narzisst und Goldmund von Hesse. Ja. Narzisst und Goldmund, das ist ja einer ist der völlige Lebensgenießer und nimmt alles mit und irgendwie große Abenteuer und ist eine Künstlernatur und der andere ist ein ganz durchgeistigter, spiritueller, religiöser Mensch und wird halt Mönch. Und das habe ich mit 16, 17 gelesen und war komplett auf der Seite dieses Lebenshungrigen. Mhm. Und dann habe ich es mit vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren nochmal gehört, allerdings nicht gelesen. Zum einen interessierte mich das Ende des Buchs viel mehr, also wie die Leben dieser beiden Freunde zu Ende gehen, wohin die geführt haben, hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Und ich war viel mehr auf der Seite desjenigen, der das institutionelle Leben geführt hat, dieses Mönches. Und dann habe ich gedacht, naja, Alter, klar, du hast alles gevögelt, was ging, und hast dann auch eine tolle Madonnenfigur geschöpft, aber ey, guck mal, bist am Arsch. Mhm. So, also ganz anders. Wie war es bei dir? Ich habe von Hesse tatsächlich Unterm Rad, glaube ich. Nee, ich meine das Buch, das sich in zwei Lebensphasen komplett anders liest. Das war jetzt Hesse und Moby Dick. Ah. Das habe ich auch gehabt. Also aber dass man im Grunde genommen tatsächlich viel von dem verloren geht und dass man das auch viel wacher, also ich habe das Gefühl, man liest es viel wacher, weil man viel mehr zum Einsortieren hat. Also wo ist die Motivation, und was man früher eigentlich nicht wusste, da geht man der Handlung hinterher und lässt sich vom Buch ziehen. Stimmt. Und jetzt legst und du jetzt drüber sozusagen, was habe ich da? Psychologische Layer auch, genau. Ne? Warum tun die das eigentlich? Ne? Genau, das Gehirn arbeitet ökonomisch, bei mir jetzt nicht mehr, weil 20 Uhr und eben auch noch was ich sehr spannend fand, Sicherheit und Datenschutz. Ja, deswegen können sich steinalte Menschen auch so gut an alte Kamellen erinnern. Stichwort Lied der Bergischen Heimat. Ich kann es gleich gerne nochmal singen. Nobelpreis nehme ich, Harald, danke. Mantaplatte, was essen, wäre nicht schlecht. Pro Küppi, nehmen wir bei Pro Bono. Und Ladies and Gentlemen, das war's, oder? Ja, glaube ich auch. Lieben Dank an euch alle. Schön, dass die Community ein bisschen größer geworden ist unter unserem Sprechen. Ich freue mich auf weitere Nachrichten, Axel, über deine Erlebnisse bei Q-Park. Auch Kaki, schreib mal, warum das immer so geil ist für dich bei Q-Park. WDR4 werde ich gleich hören auf der Heimfahrt, fürchte ich. Und danke euch, danke Jürgen. Und vielen Dank nochmal für die verschenkten Abos. Das war ja auch toll. Ja, das war echt toll von Thomas. Echt lieb. Danke, Marco. Danke, Marco. Und wir sehen uns in diesem Theater. Bis bald. Ciao.